Liebe Motorsportfreunde, wir treffen uns heute zur ersten Folge, zum ersten Video unserer Serie 1000 Grand Prix, die besten 100 Geschichten aus der Formel 1. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen der letzten Zeitzeugen der 50er Jahre, des ersten Jahrzehnts der Formel 1, Hans Herrmann, Mercedes-Werksfahrer, später unzählige Sportwagenrennen gewonnen, Tiitaga Florio, Le Mans. Aber er ist der Einzige eigentlich, der uns noch erzählen kann aus dieser glorreichen ersten Silberpfeil-Ära. 1954, 1955. Ja, Hermann, wie sind Sie überhaupt Mercedes-Werksfahrer geworden? Oh ja, ich meine, das ist natürlich an sich ein sehr weiter Weg, aber ich hatte irgendwie Glück. Es waren damals, hat Mercedes-Benz, der Neubauer, die legendäre Rennleitergestalt, wieder ein Team wieder aufgebaut mit den besten Rennfahrern, die er bekam. Das war also in dem Fall Juan Manuel Fangio und Karl Kling, der ja sowieso in dem Team war. Und da suchte man aber noch den dritten Mann, weil er wollte mit drei Fahrzeugen, nicht mit nur zwei, sondern mit drei wieder in die Renngeschehen einsteigen. Und da war damals die vier damals bekanntesten oder schnellsten Rennfahrer, da zählte ich dazu beim Sportwagenbereich. Und wir wurden dann eingeladen vom Neubauer. Das heißt, es war der Hans Klenk, der damals ja schon ein Fahrer war. Das war der Günter Bechem und der Brendel, Heinz Brendel und ich. Und wir vier wurde uns gesagt, der Schnellste von euch, der nach den zwei, drei Testtagen, kommt ins Rennteam als dritter Fahrer. Und da war ich der Schnellste und hatte das Glück und kam dadurch in die Rennmannschaft. Und diese Ausscheidung, muss man ja sagen, das fand auf der Nordschleife statt, War nicht auf der irgendwo. Nordschleife, ja natürlich auf der Nordschleife. Leider ist bei diesen Testfahrten Hans Kling damals ganz schwer verunglückt und konnte dann auch nicht mehr fahren. Er war dann so wie meines Wissens Pressechef von Conti. Das hat dann Mercedes arrangiert, dass er dann einen korrekten Beruf hatte. Ja, und wie hat sich das Team dann auf dieses Debüt in Reims vorbereitet? Was lief da davor ab mit Testfahrten und so? Ja, nun, das waren ja die Testfahrten, die vier. Das heißt, ich fange vielleicht anders an. Als 8- oder 9- oder 10-Jähriger, da war das also der Wunsch eines Jungen, der war Kapitän, muss man werden, Flugzeugpilot, Lokomotivführer war auch wie ganz was groß. Ich wollte aber Rennfahrer werden. Und es ist dann auch geworden, denn ich hatte dann, meine Mutter hat mir geholfen, ich habe ihr ihre einzige Goldkette abgeluchst und habe dann einen Porsche 356er war das, einer der allerersten. Ich glaube damals 1,3 Liter, also 1,5 gab es glaube ich noch gar nicht. Und mit dem hatte ich dann eigentlich Erfolge und da hat dann der Neubauer eben gesagt, halt mal, der kann zu diesen vier gehören, die zur Auslese sein können. Das heißt, als kleiner Junge wollte ich Rennfahrer werden und bin es dann tatsächlich geworden. Ja, was ich mit Testfahrt meinte, Sie hatten ja da mal auch eine haarige Situation in Hockenheim in der Ja, Vorbereitung auf die Saison. das waren natürlich Testfahrten in Hockenheim. Damals ist der Ring noch in der anderen Richtung rumfahren worden. Und da war ich also schon der zum Team gehörte und wurde dann, wenn Fangio war irgendwo anders, habe ich schon recht viele Testfahrten absolviert, um Verbesserungen zu machen. Und ich konnte den Ingenieuren dann auch richtig klar erklären und sagen, Änderungen, Fahrwerk oder das und dies und jenes. Und bei so einer Testfahrt in Hockenheim haben die wieder an der Ölleitung, also rumgemacht und haben die aber nicht verlegt, wie es sich gehört, sondern bei Testfahrten wird da ein bisschen, naja, ein bisschen lockerer gearbeitet. Und dabei ist dann leider Gottes die Ölleitung, ich kam also runter in die Richtung Hockenheim, ist man da ja gefahren. Die Strecke ging ja noch bis in die Ja, Stadtgrenzen. die Kurve hieß bezeichnenderweise sogar Friedhofskurve und kommt da rein. Und muss auf die Bremse, weil das war ja dann eine Kehre quasi wieder, um wieder zurückzukommen. Und das Pedal fiel rein. Null. Nichts. Und ich hätte,
ganz sicherlich, dann habe ich einmal zurückschalten können, also um irgendwie eine Verzögerung zu erreichen, und wäre in die Richtung reinkommen. Und in dem Moment kamen zwei Radfahrerinnen von rechts, ja, die kann man nicht über den Haufen fahren, und habe die aber noch an einem Reifen berührt, die sind runtergeflogen, und ich bin dann also weiter und bin aber durch dieses abrupte Weg von der eigentlichen Richtung, bin ich in eine Nebenstraße rein, und da hat es mich gegen die Hauswand geschmissen, und ich bin aus dem Auto rausgeflogen, da war sich ja nicht angeschnallt, damals war ja die Sicherheitsvorkehrung gleich null. Das war aber vielleicht mein Glück in diesem Fall, und lag dann da, und eine Frau vom ersten Stock, die ruft darunter: Oh, um Gottes Willen, der Mann ist tot, der liegt da im Auto. Dabei war ich auf der Straße, habe keine Schuhe mehr angehabt, also bin irgendwie gelenkt, und merke ich, wenn ich jetzt nicht schnell irgendwie hinlegen kann, hat einen Schock, und schaue und gucke dann, da sehe ich eine Türe, gehe da rein und sehe ein Wohnzimmer und eine Couch, und bin da hingelegen und war dann geschwind weg. Und wie ich wieder wach werde, sehe ich den Kling über mir, den Neubauer über mir, den Kostolecki, der damalige technische Chef, Uhlenhaut und so weiter. Mhm. Und bin dann zu mir gekommen, dann sind wir ins Krankenhaus, die Mädchen waren auch im Krankenhaus, Gott sei Dank nur Schürfwunden. Und ich konnte auch wieder, Kling hat mich dann heimgefahren. Mhm. Dann kam das große Debüt von Mercedes in Reims, an was erinnern Sie sich da noch? Ja gut, das war dann der erste Einsatz in Reims, großer Preis von Frankreich. Und ja, das war der erste Einsatz, glaube ich, ja. Und bin dann, wie war das jetzt in Reims? Ja, da fuhr ich war ja am Ende Dritter. Und durch in der Mitte des Rennens, erinnere ich mich, war ich plötzlich hinterm Fangio. Da denke ich, mein Gott, bin ich gut, hinterm Chef. Ne? Also nahe an ihm dran. Da war aber Folgendes: ihm, dem Fangio, war es zu heiß, oder da war's, der ist in die Box reingefahren. Die haben den aber nicht mal, die haben nur einen Kübel Eimer Wasser über ihn geschüttet und weitergeschoben, ist wieder im Rennen. Aus dem Grund habe ich diese Differenz also nicht aufgeholt, sondern durch sein langsameres oder Boxenaufenthalt kurzen, war ich an ihm dran und bin dann aber zu Ende gefahren und war dann Dritter. Gonzales war Zweiter auf Ferrari. An dem Tag ist ja auch Deutschland Fußballweltmeister geworden. Haben Sie das mitgekriegt da in Reims? Ja, natürlich haben wir auch mitgekriegt. Aber damals ist leider Gottes, weil Fußball natürlich weit, weit höher im Publikum bei den Menschen ankam, ist unser Einsatz damals ein bisschen untergegangen. Wie muss man sich das Mercedes-Team damals vorstellen? Wie viele Leute haben da gearbeitet? Das war ja im Vergleich zu den anderen Teams viel, viel größer, professioneller auch. Wir waren damals wenige Leute, also da war nicht so viel dran. Es waren 12, 15 Leute waren da dran. Vor Ort, dann in Stuttgart natürlich schon mehr, oder? Also in der Fabrik. Natürlich, da schon. Nein, beim Renneinsatz, an den Boxen, da war nicht so viel los. Und damals hat man ja mit Bajonettverschlüssen und die Räder wechseln, mit einem Hammer, die Radlinger, heute fahren die ja in 2,5 Sekunden, tun die 4 Räder runter und 4 drauf. Da haben wir, ich weiß nicht, 15 Sekunden braucht. Ja. Und der Neubauer war ein strenger Chef? Ein sehr strenger. Der ist dauernd mit seiner Fahne rum und hat alle weggejagt, die da im Weg standen. Also er war zu mir ein väterlicher Freund. Aber sehr streng. Ja, also Sie durften sich ja so nebenher nicht viel erlauben. Also nein, musste. Ich sage mal, ganz wie Lewis Hamilton wäre nicht möglich gewesen. Das war unmöglich. Der hätte ihn ausgeschmissen. Auch wieder. Nein, ich musste auch, oder wir alle, die Fahrer, mussten spätestens um 10 Uhr oder so, was weiß ich, im Hotel sein. Ja. In Brescia war das zum Beispiel bei der Mille Miglia, die man ja über Wochen lang trainiert und fährt. Und der, wo dann später kam, hatte der Neubauer diesem Hotelier, nicht dem Nachtportier, sondern dem Inhaber, dem Chef, gesagt, wenn einer später kommt, mich wecken. Und das war ich mal halt auch. Meistens war es ich. Ja. Und dann hat er, also der Hotelier, gesagt, bitte lassen Sie, ich muss ihn wecken, der hat mir gedroht, wenn ich das nicht
Dann hatte ich er beim nächsten Mal mit seiner Mannschaft nicht mehr in unserem Hotel. Mhm. Und dann hat er ihn geweckt und dann kam er raus. Also so, das war ein Riesenkerl, der Neubauer, im Nachthemd. Und ich auf mich los, auf können Sie sehen und so weiter. Und am Schluss, er hat dann, ich war dann blöderweise ein bisschen frech vorlaut und habe gesagt, Herr Neubauer, beruhigen Sie sich. Weil er hat gesagt, Sie haben die Expedition gefährdet. Er sagt, wir sind doch nicht in der Expedition. Ich habe da ein bisschen blödes Kurs gehabt. Dann hat er mich entlassen. Mhm. Sie sind entlassen. Mhm. Er hat mich wirklich entlassen. Sie können heimfahren, mhm. packen Sie Ihren Koffer und fahren Sie. Mhm. Dann hat der Uhlenhaut ein Wort eingelegt wieder am anderen Tag und dann konnte ich wieder bleiben. Ich glaube, man muss erklären, Rudolf Uhlenhaut war der Cheftechniker. Das war der Cheftechniker. Ja. Uhlenhaut war ein exzellenter Fahrer. Ja. Dem konnten wir überhaupt nichts vormachen. Ja. Weil, wie viel langsamer war der als Sie, sagen wir, auf der Nordschleife? Der war vielleicht 3-4 Sekunden langsamer wie wir, wie die schnellsten. Ja. So schnell waren wir. Ja. Also das war eine wirklich, da hatten wir Respekt vor ihm, auch als Mensch. Und er hat mir dann geholfen, hat also den Neubauer wieder runterkommen ein bisschen und dann blieb ich doch bei der Mannschaft. Wir haben ja schon, Sie haben es ja schon erwähnt, Ihr Teamkollege war Fangio. Was war das für ein Typ? Fangio war für der größte Fahrer, den es gibt, überhaupt. Denn er war ja, ich weiß nicht, 4-5 Mal sogar Weltmeister und das auf verschiedensten Fabrikaten. Ja. Und er war so ein mir gegenüber wirklich sympathischer Mensch, weil er hat mir viel geholfen. Er hat mir Tricks gezeigt, zum Beispiel in Buenos Aires, in Argentinien, auf dem Straßenkurs. Da gab es so eine Schwelle und da hat er mir gezeigt, dass man, wenn ich mit dem rechten Vorderrad bei Rechtskurven da mich ein bisschen einhänge, kann man ein bisschen schneller durchfahren. Man muss sehr aufpassen, dass man wieder sauber rauskommt. Mhm. Und so Dinge hat er mir, das ist heute undenkbar. Ja. Ein Teamkollege heute hält alles fern vom anderen. Mhm. Sie müssen sich eigentlich über die Technik einigen. Klar, da hat einer den Stil zum Fahren, der braucht einen anderen Stil, aber Fangio war nicht jetzt nur als Fahrer, sondern er war ein, wenn der in einen Raum kam, dann kam jemand. Das ist eine Persönlichkeit, der etwas ausstrahlte, obwohl er unglaublich zurückhaltend und ein ganz, ganz liebenswerter Mensch. Nicht nur der beste Rennfahrer für mich, sondern der beste menschliche Charakter, den ich kennengelernt habe im Rennen. Und wie haben Sie sich mit ihm unterhalten? Er sprach ja nur Spanisch. Ja, das war schwierig. Ich hatte ein bisschen Italienisch durch Arbeit, also durch die Möglichkeit, wo ich in Turin war. Und so konnten wir uns irgendwie doch verständigen. Ja. Sie wurden dann 1954 auch noch Dritter beim Großen Preis der Schweiz am Bremgartenring. Ich glaube, man muss den Leuten mal erklären, was war das für eine Rennstrecke? Das war eine unglaubliche Rennstrecke. Eine ganz schwierige Rennstrecke, denn der Belag war sehr, sehr unterschiedlich. Die eine Kurve, ich weiß nicht, wo wieder retour fährt, die war mit Pflastersteinen. Also wenn es im Regen ist, war das ist eine Eisbahn. Mhm. Also man musste unglaubliche, auch und auf der gesamten Strecke waren unterschiedlichste Straßenbelege, auf die muss man wirklich sich darauf einlassen und wissen, da geht's, dort geht's nicht. Und mit viel, viel Gefühl. Und dort wurde ich dann tatsächlich auch Dritter, also aufs Treppchen. Ja. 1955 war dann das zweite Jahr der Mercedes. Sie haben schon erwähnt, Buenos Aires, das war das heißeste Rennen der Formel 1-Geschichte überhaupt. Ja. Was sind da Ihre Erinnerungen? Ja gut, das Team war, damals kam dann der Moss hinzu, also zuerst waren ja drei. Mhm. Und in dem Jahr kam dann Stirling Moss hinzu, waren wir 4 Fahrzeuge. Und ich erinnere mich, im Start ist der Kling, ich glaube in der ersten oder zweiten Runde ist der rausgeflogen. Mhm. Und Mitte des Rennens etwa war ja die Situation, die ich vorhin erklärt habe, dass ich so aufgelaufen bin, weil er ja in der Box war kurz. Mhm. Und dann merkte ich auch, ich bin nahe an einem Hitzschlag. Mhm. Und ich wollte aber das Auto wenigstens an die Boxen bringen. Mhm. Und bin
an die, weil man hat ja so ein komisches, so ein Wurstigkeitsgefühl, denkt man, jetzt kommt die Kurve, aber lassen doch gerade auslaufen. Mhm. Also muss man aufpassen, unheimlich aufpassen, konzentrieren. Und ich will das Auto an die Box bringen. Bin also in die Box reingekommen, wollte aussteigen und kam nicht mal alleine raus. Ich war komplett erledigt. Die haben mich also aus dem Auto rausziehen müssen. Bei Moss war so, der hat das Auto nicht an die Boxe gebracht. Der hat irgendwo auf der Hälfte der Strecke, hat er angehalten. Mhm. Hat er gehalten, ist nicht rausgeflogen, hat einfach gehalten. Mhm. Und dann haben sie ihn, so war es, dann ist Sanka gekommen, haben ihn in Richtung Krankenhaus. Da hat er wild um sich geschlägelt da drin. Ich sage, er will nicht ins Krankenhaus, er will zurück. Ja. Und da haben sie ihn wieder zurück, wieder zu uns gebracht, an die Boxen. Und da ja Klingauto weg war und mein Auto weg, hatten wir, nein, mein Auto war ich vorher noch, sind wir dann zu dritt mit meinem Auto dann noch diese Runden zu Ende gefahren. Okay. So war es, ja. Das, dann kam Monaco für Sie ein Schicksalsrennen. Ja, ja, Monaco war eigentlich eine böse Geschichte. Im Abschlusstraining war das, nicht im Rennen. Mhm. Ja. Und bin da rausgeflogen. Oben am Casino irgendwo, glaube ich. Am Casino. Ja. Es geht hoch, de Paris. Ja. Und ich spürte, wenn ich also mehr Erfahrung gehabt hätte damals, weil ich spürte, dass das Auto beim Anbremsen sich verzieht. Komplett irgendwie bleibt Rad stehen oder bremst, bleibt nicht in der Spur. Hätte ich rein müssen, weil es im Training war, und hätte man da nach der Bremse geguckt oder hätte geschaut, dass das funktioniert. Aber Fangio hat mir auch vorher einige Runden, der vor mir fuhr, ja einige Tricks gezeigt oder Möglichkeiten, die Führung. Und bin dann nicht in die Box, blöderweise. Mhm. Und bin dann beim Hotel de Paris, wo es hochgeht, wieder beim Anbremsen und das Auto hat es gleich quer geschlagen und da bin ich in die Balustrade-Richtung und hatte wahnsinniges Glück, dass ich nicht durchgestoßen habe. Da wäre der Kopf weg gewesen. Also ich bin dort schwer verunglückt, habe aber alles kommen sehen und habe das Lenkrad war reingebrochen durch mein, ich bin also, Gott sei Dank, ich war in der Zeit körperlich, ich habe ja Boxtraining gemacht, also konditionell unglaublich stabil und bin dann wahrscheinlich, also zuerst hoch und dann beim Retour, man hat ja keine Anschnallgurte damals gehabt, und habe damit einen Wirbel angebrochen und das Kreuzbein gebrochen, Steißbein gebrochen. Und dieser Fuß, der den hat es luxiert, also aus der Pfanne rausgerissen. Und der war da drüben. Mhm. Jetzt wollte ich raus und sehe den Fuß. Da bin ich ja so erschrocken, dass der Fuß liegt auf dem anderen. Ja. Und so kam ich dann ins Krankenhaus und die haben mich dann das wieder eingerenkt. Da war Gott sei Dank, hatten wir damals von Mercedes immer einen eigenen Arzt dabei, Dr. Kempf. Mhm. Und der ist mit gleich ins Krankenhaus und die haben mir viel zu viel von irgendeiner, wo was sich löst, gespritzt. Ja. Und da wäre ich fast gestorben, wenn er nicht sofort gegengespritzt hätte, der Kempf. Da hatte ich also im Krankenhaus Glück, dass ich dort dann gestorben, nicht an der Verletzung, sondern an dem Arzt von dem Krankenhaus, der da verkehrt gespritzt hat. Und der Kempf hat mir das Leben gerettet. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie wieder rennen konnten? Oh, das hat sehr lange gedauert, weil am Anfang, bis der Fuß dann wieder war, wieder drin, dann man musste also nichts operieren, sondern in dem Alter, 25 Jahre oder was ich da war, der Körper hilft sich ja sehr, sehr viel. Mhm. Dann lag ich aber doch mehrere Monate, bis ich dann wieder einsatz. Und wäre ich das letzte Rennen, war die Targa Florio. Da war das Team, Tomos und ich, wären ein Auto gefahren. Mhm. Und Fangio mit dem Kling, ja. Und noch einer, ein Ire oder Irländer, Titteringen oder ja, so einer. Ja. Und da wollte ich dann auch mit trainieren und aber spürte beim Training, dass wenn der Befehl vom Hirn kam, jetzt bremsen, das war eine Verzögerung von einer Sekunde. Ja.
Und da habe ich dem Neubauer gesagt, das geht nicht, ja. Ich konnte nicht fahren. Dadurch mussten Sie dann Le Mans auslassen, wo dann das große Unglück passiert ist. Ja. Ja, ja. Wie haben Sie dann mitgekriegt, oder mitgekriegt, dass Mercedes aufhört? Aber Ende des Jahres haben die ja dicht gemacht. Ja, gut, ob es jetzt mit diesem schlimmen Unfall, glaube ich, nein, es hing nicht mit dem Unfall zusammen, der in Le Mans war. Mhm. Das war ja übrigens dann mein Auto, mit dem ich gefahren wäre. Ja. Ich wäre ja an einer ganz anderen Stelle gewesen. Wahrscheinlich wäre gar nichts passiert unter Umständen, ja. Und da hörte ich so immer rum, Monteur mit dem, sie werden am Ende des Jahres das Rennen einstellen. Ja, ja. Damit, und zwar aus dem Grund, weil diese guten Techniker, Ingenieure, Mechaniker braucht man für die Serie. Okay. Also für jetzt, man muss ans Geld verdienen auch denken. Ja. Und deshalb war eigentlich intern klar, dass Mercedes am Ende aufhört. Aber die Öffentlichkeit, die dachte dann, durch diesen Unfall hat Mercedes aufgehört. Übrigens, in Le Mans hat ja Mercedes geführt und ist dann aber um 12 Uhr nachts oder 1, glaube ich, die Autos zurückgezogen. Nach Rücksprache mit dem Vorstand hat die Autos zurückgezogen, aus dem Rennen gezogen, was schon richtig war. Viele haben gesagt, die hätten nach dem Unfall sofort aufhören müssen. Nein, dann hätten ja die Hilfskräfte, die Sankas, die Krankenwagen, wären ja gar nicht mehr reingekommen, weil die Straße zugewiesen wäre. Ja. Also es wurde richtig gehandelt. Ja. Für Ihre Formel-1-Karriere war es natürlich schlecht. Das war aus, dann war das zu Ende, weil Mercedes nicht mehr fuhr. Mhm. Jetzt musste ich halt schauen, wo. Und da kam ich zum Senior Day, ein Römer aus Rom. Und da konnte ich dann, sagen wir mal, so abgelegte Formel-1-Fahrer, die er gekauft hat vom Werk, konnte ich fahren. Ja. Und bin eben weiterhin in der, aber wieder natürlich. Mit Maserati, glaube ich, sind Sie da. Maserati, genau. Überwiegend Maserati. Ja. Zum Teil mit dem Bonnier, der fuhr auch, Maserati, ja. Sind wir da entlang. Wir sind einmal am Nürburgring, ist der Bonnier an Wehrseifen Nürburgring ausgefallen während dem Rennen und ich genau an der gleichen Stelle. Da standen beide Autos hintereinander. Ja. Ich so eine Runde, wie hat Runde? 22 Kilometer. Ja. Auf den Meter stand die 2Ds. Ja. Und das war der Maserati 250. Das war Maserati 250, richtig. Genau, ja. Und dann sind Sie, glaube ich, einmal ein Rennen, die Avus, den Grand Prix gefahren. Das war dieser zweigeteilte Grand Prix. Und da gibt es ja eins der berühmtesten Motorsportfotos aller Zeiten, als Sie den Unfall da hatten mit dem BRM. Oh je, ja. Moment, da fuhr ich BRM, Bei Mercedes fuhr ich ja auch mal auf der Avus. Aber das war ein anderes Rennen. Das war ein anderes Rennen, ja. Also BRM fuhr ich dann, das war übrigens das Fahrzeug, das gehörte also zum Team vom Stirling Moss. Mhm. Er gab mir diesen, weil er hatte den, glaube ich, Cooper, der ein bisschen niedriger war auf der Avus, vielleicht 5 Kilometer schneller auf der Gerade. Avus ist ja eine doofe Strecke, da braucht man da? Einen gescheiten Motor und eine gescheite Bremse. Mhm. Und ich kam an die Südkehre ran und hatte keine Bremse mehr. Das wurde dann in demselben Jahr ist es im Moss passiert mit dem BRM und ist es im Chambera auch passiert. Und zwar hat der damalige Chefdesigner oder Fahrwerksmann den Motor fest verbunden mit dem Chassis. So war es, ja. Mhm. Und wenn ein Motor natürlich verbunden ist mit dem Chassis, der gibt ja diese die Vibration weiter und dadurch sind die Leitungen gebrochen. Okay. Und da kam ich also runter an die Südkehre, wo man etwa bei 250 Meter musste, damals Trommelbremsen, musste man bremsen, damit man diese wieder retour auf die Autobahn. Und da fällt mir das Pedal runter. Jetzt wohin? Ich hätte also diesen Bogen fahren können. Da wären aber 100 tot gewesen von den Zuschauern, die ja alle das umsäumt haben, diese Kurve.
Aber da muss man unglaublich schnell denken, einen Bruchteil von Sekunden und denke, nein. Und bin ganz bewusst geradeaus gefahren auf die, vom Tag vorher, muss man dazu sagen, waren die Strohballen vollkommen doppelt so schwer, durch weil Wasser, es geregnet hatte am Samstag beim Sportwagenrennen, wo leider mein enger guter Freund Jean Vera tödlich verunglückt ist. Und ich fuhr also in der Hoffnung, dass es eine Verzögerung gibt, bewusst auf die Strohballen. Und da gibt es ja einen Film, da bin ich 10 Meter hoch, mhm, hoch, 60 Meter durch die Luft, bis der erste Aufprall kommt. Damals war auch vielleicht Glück, dass man nicht angebunden war. Mhm. Und da hat es mich rausgeschmissen. Und da bin ich dann 70 Meter noch am Boden entlang, mit so 10, 12, 15 Überschlägen, wo ich so eine Art Striptease gemacht habe. Mhm. Die Bahn, der Belag ist ja unglaublich rau, ja, auf der Avus. Und hat dann nur noch ein bisschen Kleidung an. Und während dem Fliegen denke ich, weil ja mein Freund gestern tödlich verunglückt ist, glaube ich, ja, denke ich, ich sage es gerade so, wie es ist, so eine Scheiße. Jetzt stirbst du hier in Berlin, wo es so hübsche Mädchen hat. Ja. Dass man sowas denken kann. Ja. Aber ich denke halt oft dran. Ja. Besonders jetzt im Alter. Aber ich hatte dann, glaube ich, einen gebrochenen... Ich hatte den kleinen Finger, ja, war gebrochen. Das war das Einzige. Ja, nein, ich hatte natürlich überall Fleischabschürfungen durch dieses auf dem Boden, Verbrennungen. Ja. Also ich habe da, wenn man, diese Narben, die sehen nicht schön aus. Ja. Der ganze Arm und da oben und zum Teil die Beine. Mhm. Das waren halt Verbrennungen und dann bin ich da halt bandagiert worden, habe meine Mutter angerufen, weil damals gab es ja eine Radioübertragung oder vielleicht die ersten Fernsehbilder, weiß ich nicht, damit ich ihr sagen konnte, nichts passiert, wenn sie da was Blödes hört im Radio, dass also ich in Ordnung bin. 60, 61, und dann lag ich aber dort doch eine Zeit lang, ich glaube 8 Tage, weil immer wieder die Verbände weg mussten das war grausam, wie man runter seit nass machen und dann geht es besser. Und dann wollte ich aber, da habe ich den Porsche gebeten, Professor Porsche, sind die Bergrennen gelaufen bei Porsche. Da war der Stommelen und der Mitter. Die fuhren unter Barth, die fuhren die Bergrennen, Europameisterschaft auch. Und da habe ich darum gebeten, ein Rennen zu fahren, um das aus dem Kopf zu kriegen, mit der Bremse. Mhm. Denn ich habe mich dann immer wieder dabei erwischt, wie ich probiert, ob die Bremse da ist. Das ist so ein Unterbewusstsein, oder ist die Bremse da? Oder, weil man traut, man hat dann nicht mehr das Sicherheitsgefühl und die... Und da bin ich dann und habe tatsächlich dieses Bergrennen gewonnen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Also in Europameisterschaftslauf. Ja, dann wurden Sie ja Porsche Werksfahrer, sind auch Formel 1 gefahren, 60, 61. Ja. Auch gegen Wolfgang Graf Berge von Trips. Ich glaube, Sie waren ganz gut befreundet, oder? Wir waren recht gut befreundet. Ja. Er war ein richtig feiner Kerl, ein Gentleman, glaubwürdig, gut erzogen. Mhm. Und Sie waren, glaube ich, mit ihm noch zusammen am Wochenende, bevor er in Monza... Er hat getestet, die Auto getestet fürs Bild, Bildzeitung, und ich habe es für Burda, für die Bunte Illustrierte. Mhm. Ich glaube, ich habe im Jahr 25 Teste gemacht, jahrelang. Ja. Und wenn dann die Königin von, was weiß ich, Bauchweh hatte, ist mein Test rausgeschmissen worden, weil der muss ja wichtig rein. Und so. Ja. Ich meine, Trips ist dann auch gestorben. Wie hat man das eigentlich damals als Rennfahrer verkraftet, dass so viele von den Kollegen tödlich verunglückt sind? Ja, also gerade Ihr Verlag hat ja, ich glaube, wer war der Chefredakteur, der jetzt? Der Ostmann. Der Ostmann. Der hat ja eine Statistik, sagt man da, oder eine... hat mal nachgeforscht, also in diesen Jahren
sind 65 Formel-1-Rennfahrer tödlich verunglückt. Das hieß jetzt in den vier Jahrzehnten, also pro Jahr 3, 4 oder 5 tot. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, das Letzte, was meiner Erinnerung passiert ist, ist 1996, das war der Ratzenberger und der Ayrton Senna. Ja, 94. Ja, genau. Nicht 96, ja. 94. Ja. Jetzt haben wir 2018. Ja, ja. Also, naja, es war halt so, wir hatten früher Risiko so, wenig Geld. Heute viel Geld. Ja. Und ich sage frech, kein Risiko. Und dann muss man sagen, heute gibt es ja die Boxenluder. Ja? Boxenluder heißen die hübschen, die man dann. Ne? Bei uns, wir waren kameradschaftlich. Bei uns waren das Wanderpokale. Da habe ich gesagt, Gerhard, jetzt übernimm du. Also es war eine lustige Zeit, obwohl es eine traurige war durch die vielen, natürlich. Sie sind dann nicht mehr Formel 1 gefahren, sind komplett auf Sportwagen? Nur noch Sport, ja. Ja, genau. Warum das? Manche waren ja bei Porsche, warum sind Sie dann 1962 nicht ins Porsche-Werksteam? Da hat dann, ich kam dann mit dem Herrn von Hanstein nicht ganz klar. Und so hat sich ergeben, dass eben, wer war dann die Fahrer? Görny, ganz hervorragend, und Bonnier. Ja. Ja, und zum Schluss muss man sagen, Ihr glorreicher Abschluss waren die 24 Stunden von Le Mans. Sie haben es ja perfekt getroffen. Ja. Sie haben mit dem Sieg aufgehört. Das schaffen nicht viele. Ja. Die sind auch Glücks. War das gewollt? Ja, gewollt war, dass ich gewinne. Ja. Aber Sie hatten, aber ich muss dazu sagen, das Jahr davor war ja so knapp, ist das ausgegangen, 1969, als der GT40, ja, Gulf Racing Team, das gehörte übrigens meinem Schwager, im John Wilmond, obwohl der John war ja, aber JW ist, da dachten alle, das gehört dem, aber es war mein Schwager, dem das gehörte. Und ich hatte halt mit, ich glaube, 1,5 Sekunden dann dieses 1969 verloren, und da hat dann Piech gesagt, jetzt bauen wir ein, das war damals der 3 Liter Langheck, der auch schnell war auf der Geraden, aber halt durch das, er war halt so teigig zum in den Kurven, und dann hat er halt diesen 917 gebaut, gegen den Einwände der Familie Porsche, und man muss ihm aber im Nachhinein absolut recht geben. Er hat sogar dadurch, dass das Auto so siegreich war, also dass ich dann 1970 gewonnen habe. Und halt, da muss ich dazu sagen, meine Frau sagte, Hans, wenn du jetzt gewinnst, als ich nach Le Mans fuhr, beim Abfahren hier zu Hause, ich bin immer abends gefahren um 10, 11 nach Frankreich, und das war einfach ruhiger, die Straßen. Wenn du jetzt gewinnst, hörst du auf? Und habe ich gesagt, ja. Jetzt habe ich gewonnen und habe Wort gehalten. Perfekt. Vielen Dank, Hans Herrmann. Ich glaube, es war ein wunderbarer Einblick in die wilden Jahre des Motorsports von 1950 bis 1970. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.